Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mit auf dem Robot und heute machen wir ein schönes Review über dieses Set, was es eigentlich gar nicht gibt. Aber dank Mokka ja schon. Mehr dazu nach dem Intro. Ich habe hier aus den Bausteinen das Lego Creator Set 31093, dieses hier, das Hausboot, ein Mock gebaut. Und zwar habe ich gebaut das Lastenschiff und den Hafenkran. Mit der Mock-Nummer 31216 mit 308 Teilen. Von dem Mocker Nekumodiva. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgeschrieben. Grüße gehen raus. Das ist die Anleitung. Wir haben insgesamt 29 Bauschritte. Hinten eine schöne Teilliste drauf. Und das ist das Ergebnis. Ich habe das Ganze bei Let's Bricks im Livestream gebaut, aber das Review kommt natürlich hier. So, wir haben zum einen, das ist die Figur aus dem Standard-Set, hier einen wunderschönen Lastenkahn, der so halt auf dem Rhein, auf der Ruhr Waren von A nach B bringt. Ja, schön gemacht, sehr schön gemacht. Hier der Laderaum, schön mit Fischströmen. Ja, der Motor, sehr, sehr toll gebaut, wirklich sehr, sehr toll gebaut. Schöner Vierzylinder. Hier hinten ein Sitz, wo eine Figur rein kann. Wirklich. Total schönes Schiff. Und Gegensatz zu vielen, ich finde das farblich auch nicht so verkehrt. So, dazu haben wir einen Hafenkran. Hier mit Rettungsbalken, ein Lämpchen und einen kleinen Vogel darauf. Und ein Kran, der 360 Grad drehen kann. Der Gelenke hat, außer jetzt das, was ich jetzt abreiße, das war jetzt falsch. So, soll wahrscheinlich so ein Magnet darstellen, nicht mal. So, und hier haben wir, wie gesagt, noch ein kleines Lämpchen und einen süßen kleinen Vogel. Schaut euch mal diesen schönen kleinen gebauten Vogel an. Da schön Deko, da der Kran, auch mit Sitz und Kaffeetässchen. Muss ja sein. Das ist für meinen Geschmack ein super gelungenes Mock. Ich bin total begeistert davon. Das gefällt mir extrem gut. Ich finde, die Teile aus dem Set sind hier sehr, sehr gut rübergebracht worden. Ich messe das gute Stück mal aus. Das Lastenschiff, sage ich einfach mal so, ist gute 20 cm lang. Hat eine maximale Breite von mit den Lampen 7 cm. Und der Kamin ist 9,5 cm hoch. Das Dach ungefähr so 7,5 cm. Man kann es umwerfen. So, dann kommen wir zu dem Kran. Der ist 7 cm breit, hat eine Tiefe von 6,5 cm, ist am Kranausleger 15 cm hoch und am Dach vom Führerstand 12,5 cm hoch.
Und wie gesagt, der Mokka, genial, was er da gebaut hat. Ich finde es einfach nur klasse. Lob geht raus. Auch alles, was so dabei ist, zu gebrauchen. Jetzt seid ihr in der Reihe. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr von dem Set haltet. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Großes Lob an den Mokka. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn er ein Abo anmacht, kriegt er auch sofort Bescheid, wenn ich das nächste Set, Mock etc. pp. Baue. Wenn euch das stören sollte, macht die Glocke einfach aus, lasst das Abo an und ihr seht immer, an, wenn ihr bei YouTube reingeht, einen Punkt, da gibt es was Neues. So, das war's. Ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.